Hallo Freunde und willkommen zum gesetzten Höhlenabenteuer hier bei mir zurück, Mr. Steve Revan. Wir suchen immer noch den Klappspaten. Obwohl, ja, hier habe ich einen gefunden. Ja, da können wir auch wieder hochgehen. Ob wir wirklich richtig gehen? Boah. Komische Musik. Weiter. Musik? Ja. Was für Musik? So bedrohlich einfach. War das. So. Ah. Hallo? Hallo? Wie? Ja. Das ist den Weg. Ja, ich habe mir mal gerade das SFX wieder hochgestellt. Oh. Hallo. Was ist denn hier? Hab ihn. Komm. Ja. 3, 2, 1. Und los. Wieder noch pulsiert. Hier geht's lang. Da ist auch Licht da hinten. Also hier ist auf jeden Fall die Schaufel bei mir. Bei uns, bei dir. Hier geht's eh nicht lang. Gibt nur einen Weg. Fuck. Na! Ja, ist vielleicht das nicht mehr dabei. Gefährliche Rutschung. Hier ist ein Krach. Oh Gott. Fledermäuse. Willkommen beim Cube. Es käme cooler rüber, wenn das Ding aus wäre. So. Können wir eigentlich Munition hin und her tauschen? Das ist natürlich cool. Hm? Munition? Glaube ja. Sollen wir mal probieren. Oh, das ist natürlich sehr dunkel. Tada! Ha! Also könnte ich dir meine Betäubungsgewehrmunition zum Beispiel auch geben. Ne, ich guck gerade mal, ob es geht. Warte mal. Wäre natürlich sehr praktisch. Ah ja, doch, da war gerade. Betäubungsgewehrmunition, ja. Habe ich allerdings 10. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch so viel fassen kann. Müssen wir den gleichen Weg zurück oder gibt es einen anderen Weg? Ich glaube, wir müssen den gleichen zurück. Ich glaube nicht. Wo denn? Weiß ich nicht. Ich habe es nur so in Erinnerung gehabt. Ich nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir was finden, aber ich glaube, es war keine Abzweigung. Na, es stand irgendwas da mit Cave Entry, Entries, Dings.
Ja, es gibt ja meistens irgendeinen gesonderten Ausgang, aber... Also, hier? Das ist hier. So in der Pit. Vielleicht aber auch da. Ja, da ist noch. Und was ist da an der Spalte? Aha. Entlang. Vielleicht genau das, was du gesucht hast. Da! Ist noch einer von diesen Ulmen. Müssen was übersehen haben. Und zwar diese Knochen. Hm. Ah ja, warte, hier kommen wir her. Hier, Kisten. Aber das wird doch nicht das sein, weshalb man hierher kommt, oder? Nein. Also auf der Map steht auch da, dass du hier in der Nähe einen Ausgang hast. Also wird es doch irgendwas anders sein. Ja, wobei mir das hier eher wie ein Geheimgang vorkommt, weil das hier so ein schmaler Eingang war nur. Warte, hier sind noch Bretter. Vollgreife mal den Brettern. Bretter? Auf dem Boden. Ich sehe keine Bretter. Ach doch, hier. Irgendwo ein Seil nach oben führt. Müssen wir mal in die Decke gucken. Da, durch dieses Loch hier kommen wir bestimmt raus. Also ich glaube, fast hier ist nichts weiter. Waren halt Feinde und Kisten. Hm. Scheinbar. Na gut. Müssen wir mal gucken, vielleicht finden wir noch was. Überall Gänge und Orientierungslosigkeit. Ach nee, Moment. Hier muss man lang. Mhm. Ja, aber spätestens da, wo wir runtergerutscht sind, kommen wir ja nicht zurück. Also es muss irgendwo einen anderen Ausgang geben. Kommt man hier durch? Warte mal. Nee. Jetzt habe ich gedacht, du bist ein Feind. Unter Wasser erstmal. Das ist ein mutierter Hai. Ja, irgendwie gerade ein bisschen verwirrend. Es ist ja schon eine ganze Weile her, seitdem wir in der Höhle waren. Ja. Mit der Crew damals, weißt du noch? Als wir noch alle The Forest spielten? Wir haben es ja nie lange gespielt. Ja. Finde ich eigentlich fast schon schade. Mega. Ja gut, ich habe auch den Eindruck, dass Forest, also Sons of the Forest, nicht ganz so gezündet hat wie der erste Teil. Weil das Spielprinzip ja schon bekannt war. Und so. Mhm. Weil es natürlich wunderschön aussieht. Ich glaube, von hier kommen wir rein. Das wird dem eigentlich fast gar nicht gerecht. Ja, hier kommen wir rein, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das Sulafid mitnehmen sollten. Ich glaube, ich nehme es mal mit. Mhm.
Jetzt. Und schon voll. Ja, das ist auch nix. Na dann spätestens da, wo wir reingefallen sind in das Wasser. Kann sein, dass wir da tauchen müssen. Habe ich vorhin schon kurz gedacht. Aber ich habe nicht nachgeguckt. Klingt immer, als wäre hier sonst noch jemand. Mhm. Oh, jetzt. Hier. Aha. Warte, ich ist das so ein Dicker? Das ist so ein Dicker, gell? Darf ich? Ja. Do it. Hängt er da? Ja. Ach ja. Och man, der Arme. Ja, Fledermäuse. Ja. Arme Dicke. Natürlich. Nee, das tun wir nicht. Hatten wir ja so lange nicht. Ja, schon wieder. Gut. Warte, ich kicken zu dir zurück. Du hast ihn doch schon beseitigt. Aber natürlich. Aber er hat den Nachgeburt, so wie das aussieht. Boah. Okay. Sieht sehr einladend aus. Wollen wir? Das ist bestimmt die Höhle der Bestie. Plural. Ich glaube, hier kommt noch was. Ich kann es dir echt überhaupt nicht mehr sagen. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut, danke. So viel dazu. Danke, dass du es mir gesagt hast. Antwortet der Host bestimmt erstmal nicht. Ja. Ich glaube, meine Grafikkarte rackert sich gerade ein bisschen ab. Die Arme. So, da wären wir wieder. Dubi. Haben wir noch Zeit, irgendwas zu sammeln, oder? Gucken, was jetzt hier in der Nähe ist. Ja, vielleicht was, genau, was so irgendwie in der Nähe ist. Ich bin ja sowieso dafür, dass wir dann unterwegs speichern. Pass auf, wir gehen jetzt den...
Warte mal, wir sind hier raus. Welcher Weg ist denn das jetzt? Mit dem, ach nee, das ist der Fluss hier. Willst du mir einfach kurz hinterherlaufen? Na klar. Du trägst noch deine Taucherausrüstung. Wieso schifft das eigentlich schon wieder? Oder immer noch? Ist April. Na, haben wir ja noch Zeit bis Herbst. So, und dann ist nur noch ein kleines Stück. Vorsicht, hier geht's runter. Die Bösen sind wieder hier. Die Bösen? Hallo. Was? Was hast du gesagt? Hey, ist eine fette, nackte Frau. Ah, im Wald. Bei der Ü40-Party irgendwie reingecrashed, oder? Jo. Die hat Brüste. Tja, na gut, dass ich meine Videos nicht monetarisiere. Oh, warte mal, da müssen wir was fürs Thumbnail machen. Das ist noch ein Fetter. Damit es wenigstens gleich richtig. Damit ich gleich richtig gesperrt werde. Mhm. Sie hat getrauert. Ja, die kann doch einfach zu ihrem Freund mitgehen. Blup. Der Dicke da. Hast du? Hab ich. Gut. Aber die ganzen Overlays, die wir jetzt haben vom Bauen, stören eigentlich ein bisschen. Merke ich gerade. Schalte draus. Kann man die ausschalten? Ja. Wo? Bei deinen Einstellungen, glaube ich, einfach. GUI. Komplette GUI und Tutorials. Gesundheit, Minikarte, Bausymbole. 1, 2 oder 3. Was sagen Sie? Ich glaube, das ist irgendwie, das war jetzt nicht richtig. Bausymbole, Baustruktur, schon ein großer Kopf. Keine Ahnung. Egal. Ja? Ja, wählen Sie 1, 2 oder 3. Ich würde die goldene Mitte nehmen. Dann nehme ich die 1. Lass uns nochmal kurz gucken, wo der Spaten ist. Nachdem er Inventar geladen hat. Ah, hier ist er. Okay, ich habe Münzen und ein Seil. Ich habe vor wie in Golgotha.
Ja, gut, irgendwie nichts Aufregendes. Na, wir haben gesagt, jeder nur eins. Wir wollen ja nicht gierig werden. Aber dann gucken wir an. Der Gierling. Nee. Da könnte ja sonst was Wichtiges drin sein. Okay, also die anderen, die hier stehen, die anderen Gräber, die sind auch nicht so wichtig. Wie viel Zeit haben wir noch? 6. Ja, ich würde die Folge noch voll machen irgendwie damit. Mit der Sch. Ja, zu dem wichtigen Punkt werden wir es ja nicht mehr schaffen, denke ich mal. Wir könnten natürlich. Ist doch was? Ist doch gleich hier oben. Was? Hier im nee, die ist da, wo das Ausrufezeichen ist. Was ist denn Ausrufezeichen? Das eine, was wir noch haben, das Lila, ne? Ja, das ist doch nicht weit. Das ist schon eine ganze Strecke. Aber warte mal, hier hinten ist ein Golfcar. Hinter uns ist doch ein Auto. Na klasse, dann schaffen wir das ja noch. Wahnsinn. Bin begeistert. Und wenn es nicht ganz so laggt, baue ich vielleicht auch nicht ganz so viele Unfälle. Mal schauen. Oder willst du mal fahren? Nee. Muss dir ja sagen, muss lang gehen. Kann ich auch machen. Erster. Na gut. Dann mal los. Ich nehme mal an, hier rechts. Hast du schon eine Route? Ja, rechts. Der Straße entlang. Gerade drauf zu. Und jetzt halt drauf zu. Bitte was? Dann vorne fährst du bitte links. In Fahrzeug. Oh, hallo. Hat er nochmal Glück gehabt. Ich denke, wir müssten da drüber kommen eigentlich. Na, da schauen wir mal. Oh. Ja, ich glaube, das ist ein See, oder? Obwohl, doch, der ist flach, glaube ich. Ah ja. Sieht gut aus. Erinnere mich mal daran, dass ich nachher rausfinde, wie man die Symbole ausblendet. Ja. Wunderschöner Weg. Möchtest du im Flachland hier querfeld einfahren oder der Straße? Nein, immer schön Straße. Dann rechts. Und dann links.
Abi! Ist die ganze Rucke da, erwischt es vielleicht. Ja! Warte. Erwischst du sie? Wir brauchen Fell. Ja. Wir können auch beide, oder? Ich glaube, die sind weggerannt. Kannst du vergessen, wenn die einmal weggerannt sind. Achso, hier. Oh. Hab ich jetzt. Hallo? Ja. Warte. 3, 2, 1. Hab ich das jetzt im Fahren erwischt oder hast du es abgeknallt? Nee, du. Ach, guck. Achso, hast du jetzt das Fleisch mitgenommen? Mhm. Gut. Hier waren wir noch nie in der Direktion. Nee. Zumindest nicht in der Session. Und... Hab ich noch? Nee. Denn? Ah! Timer. Aber wir sind jetzt zum Glück gleich da. Ja. Und bist du festgefahren oder nicht? Natürlich nicht. So, oh, ich würde sagen, wir parken hier mal. Sehr gut geparkt, muss ich auch sagen. Oh, hier können wir gleich schlafen. Kann ich eigentlich... Ah, man kann immer noch einen Topf dabei haben, na gut. Ah, kann man, ja, genau, können wir gleich machen, wenn wir Dings gefunden haben. Ja, der sobald wir die Spot. Schrotflinte haben, werden wir sowieso gleich angegriffen. Ist das so? Mhm. Okay. Das ist so viel! Gib mir mein Speer, gib mir mein Speer, gib mir mein Speer. Warte, da kommt jemand. Ich bin so gut mit dem Speer geworden. Wow, wo soll er jetzt hin? Hast du? Nee, hast du nicht. Nee, warte, ich... Flitze mit meinem Speer im Arsch weg. Ich werde dich dabei aufzeichnen. Jo. Immer ehrlich mal sehen will, wie das aussieht. Minuten später. Okay. Theoretisch kannst du schon. Gott. Ja, Mann. So, warte, die Frage ist jetzt, lieber die Flintengeschosse oder lieber die anderen? Also Flintenlaufgeschosse sind besser. Die sind für weitere Entfernung. Ja, nehme ich erstmal die anderen.
Das war gründlich. So, na dann lass uns mal zum Lager gehen und da mal ein Aufnahmepäuschen machen. Oh, Fliegenpilz. So, hier im sehr sympathischen Lager. Wunderschön. Ja. Muss ich mal speichern? Speichern nicht vergessen. Ja, Steve, speichern diesmal. Ja, würde ich sagen, ja. Du Host antwortet bestimmt jetzt hier nicht. Mhm. Ich wäre mal nicht angegriffen mit der Zeit. Ja, ich kann mich ja bewegen. Aber es, ach so, glaube ich, tut sich dann auch außerhalb nichts tun. Hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, warum das mal so lange dauert. Hier sind auch noch mehrere Gräber, mehrere Gräber, gell? Ja. Also Horst Gräber? Nee, wie heißt er? Alter, nicht doch im Ernst. Day 4. Gut, nehmen wir die. Eise. Aufnahme 2. Ja. Hier ist doch ein Reh, warte mal. So, gespeichert. Aber ein Reh. Komm her. Du bist auch nochmal speichern? Komm her. Hier ist ein Reh. Ja. Ich hab ein Reh. Dann speichern wir das dann auch. Okay, 3, 2, 1. Noch ein Reh in uns gespawnt gerade. Du nimmst das Fleisch diesmal. Oh ja. Blop, 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 blop. Oh Gott. Das haben wir zwei Köpfe. Jetzt mal zwei Köpfe. Ja. Nett. Zweiköpfiges Reh. Oh, guck mal, da ist noch eins. Hm? Scheiße. Munition ausgegangen. Wie hast du schon mal im Shooter geschossen? Im Shooter geschossen. Warte, nein, ah, ich bin doof. Ah, jetzt habe ich nicht auf dich gewartet. Hm, hier spawnen ja voll viele. Ja, ich habe es ja noch bekommen, die Rehhaut. Ach, doch noch? Mhm, Glück. Ach, das ist ja. Ach so. Ah, ja. Schön, schön. So, speichern, Steve. Nochmal sehr angenehm zum Ende hin. Genau, speichern wir nochmal. Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal so lange warten. Hast du? Mhm. Mach ich auch nochmal. Ah ja, das geht natürlich jetzt schneller. So, was hat man jetzt? 9. Juli, Day 5. So, sehr schön. Dann, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind, wir haben wieder eine ganze Menge geschafft. Wir haben hervorragend geparkt. Und wir werden uns hier beim nächsten Mal wiedersehen. Mal schauen, was wir dann vielleicht noch sammeln. Oder ob wir dann direkt zurückgehen. Werden wir dann sehen. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Zuschauen. Die letzten Worte hat Herr Christian. Macht's gut. Auf Wiedersehen.